Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als die Nazis ihre Verfolgung der Juden begannen, war eines ihrer erklärten Ziele, das jüdische Leben auch in Deutschland so auszulöschen, dass keine Erinnerung daran überbleiben sollte. Juden, das war der Gedanke, seien Schädlinge, die man ausmerzen müsse. Sie finden diesen Begriff Ausmerzen mittlerweile im Wörterbuch des Unmenschen von Dolf Sternberger, Erstauflage übrigens 1957, heute noch sehr lesenswert. Es ist gut, dass dieses Ziel eben nicht erreicht wurde und wenn wir unserer Verantwortung gerecht werden, auch niemals erreicht werden wird. Deutschland und damit Niedersachsen ist längst wieder Heimat für Juden und das ist gut so. Ich freue mich daher sehr über diesen Antrag, in dem gleich am Anfang der Forderungen die Unterstützung für den Antisemitismusbeauftragten steht. Wir alle wissen, dass die AfD die Etablierung eines solchen Beauftragten als erste in diesem Haus gefordert hat. Und wir erinnern auch noch gut, dass Sie alle zunächst unserem Antrag nicht zustimmten. Sie haben sich aber Gott sei Dank noch einmal besonnen und diesen offensichtlichen Fehler dann doch noch korrigiert, indem Sie sich mit einem gewissen zeitlichen Abstand, wobei ich diese Bedenkzeit inhaltlich nicht verstanden habe, doch noch und dann mit einem eigenen Antrag für die Einrichtung eines solchen Beauftragten ausgesprochen haben. Wir ziehen da also alle an einem Strang und das ist doch bei einer solchen Erklärung wie der heute abzustimmenden das richtige Signal aus dem Landtag. Es ist wichtig, dass Ansätze wie der sogenannte BDS, das heißt auf Englisch Boycott, Divestment, Sanctions, auf Deutsch also Boykott, Beendigung oder Unterlassung von Investitionen in Israel und Sanktionen gegen Israel. Es ist wichtig, dass dieser Aufruf zu einem umfassenden wirtschaftlichen Angriff auf den Staat Israel unsere Unterstützung niemals bekommen kann. In diesem Haus ist jedem klar, dass ein solcher Angriff von uns nicht etwa als antizionistisch, sondern definitiv als antisemitisch wahrgenommen werden muss. Wir alle kennen den unsäglichen, verleumderischen Satz, Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Das ist nichts anderes. Und wir wissen, wozu dieser Satz geführt hat. Das Einfordern der Rechte von Palästinensern, von Arabern, und das ist zumindest eine der politischen Hintergründe dieser Bewegung, das gehört auch zur Wahrheit, ist legitim und wird auch von deutscher Seite immer unterstützt werden. Aber diese BDS-Methoden tun so, als habe es den Holocaust und die Judenverfolgung nie gegeben. Und deswegen ist es richtig, dass wir das hier gemeinsam klar benennen. Ich habe immer gesagt, dass wir selbst Anträgen der Grünen oder auch der Linken, wenn es sie denn hier gäbe, zustimmen würden, wenn sie denn Sinn machten. Das hier ist nicht unser Antrag, aber wir haben ihn quasi inhaltlich schon vor Jahren vorbereitet. Und der ist richtig. Und natürlich stimmen wir dann diesem Antrag auch zu. Eine kritische Bemerkung sei mir allerdings gestattet. Anträge, in denen lediglich deklaratorisch etwas gefordert wird oder noch bedenklicher, in denen etwas übereinstimmend Selbstverständliches bekräftigt werden soll, sind und bleiben jedenfalls für mich irritierend. Es hinterlässt nämlich den Eindruck, jüdisches Leben in Niedersachsen, in Deutschland sei immer noch nicht selbstverständlich. Und ich würde mir wünschen, dass so ein Eindruck auch ungewollt eben nicht entsteht. Jüdisches Leben in Deutschland ist selbstverständlich und das ist gut so. Und bevor ich es vergesse, Mazel Tov Israel. Vielen Dank.